Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Vertreter von Kita-Trägern und Initiativen, dieser Tag ist nicht nur ein guter für die Eltern, für die 24.900 Eltern, die ab dem 1. August ihre Elternbeiträge für anderes einsetzen können, hoffentlich auch für die Bildung ihrer Kinder, sondern dieser Tag ist auch ein guter Tag für die Demokratie. Denn den Stein ins Rollen gebracht, Gordon Hoffmann, haben solche Leute wie Danilo Fischbach, wie Frau Poschmann, wie Frau Neumann aus Rathenow, haben ins Rollen gebracht, Frau Tirado, Frau Göcke, eine Elterninitiative, die sich inzwischen gegründet hat, die sich in Elternbeiträgen zusammengefunden hat und dieses Gerechtigkeitsdefizit, das wir hatten im Rahmen der Beitragsgrundlagen, zunächst erstmal aufgedeckt haben und sich dran gemacht haben, uns anzutreiben, hier etwas zu tun. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Wir waren gut beraten, darauf zu hören. Wir sind weiter gut beraten, diese Elternvertretungen, die sich jetzt gründen, ernst zu nehmen und das Ganze wirklich anzugucken. Also eine emanzipierte Elternschaft ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben ja letztendlich vor allem auch noch mal durch Bertelsmann gespiegelt bekommen, dass das Problem auch bei den unteren Einkommen, dass wir ein Land sind, wo auch unter der Armutsgrenze liegende Familien mehr bezahlen müssen als diejenigen, die über der Armutsgrenze liegen. Das ist ein wahnsinniges Ungerechtigkeitsproblem, das wir versuchen zu beheben mit dieser Kita-Gesetzesnovelle. Und ich finde, dass es dafür auch wirklich von Seiten der Träger so ein Stück weit Anerkennung brauchen könnte, weil die Träger davon natürlich letztendlich auch profitieren. Die SPD hat zunächst gezögert mit der Beitragsfreiheit und ich habe dafür sogar ein Verständnis. Ich habe dafür immer Verständnis gehabt, weil wir müssen mit dem, was wir an Steuergeldern zu verteilen haben, sehr sorgsam damit umgehen und schauen, wo setzen wir es ein, dass es letztendlich beim Kind ankommt. Und wir wollen, dass es beim Kind ankommt. Und das ist unsere Aufgabe. Deswegen waren diese Schritte nötig, deswegen waren die vielen Hürden zu überwinden. Wir hatten viele Gegner für die Problematik Elternbeitragsfreiheit. Die waren nicht in SPD und Grüne. Sie haben immer gesagt, ja, wir wollen auch Beitragsfreiheit, das kleine Ja. Und dann kommt das ganz große Aber. Wir wollen zugleich Betreuungsqualität verbessern. Und da sage ich Ihnen, was haben wir denn hier über diese Legislatur, über alle Jahre gemacht? Das ist uns doch hier in jeder Rede, die wir zur Kita gehalten haben. Das steht uns bis hier. Ich muss es auch nicht noch mal sagen, dass wir den Schlüssel verbessert haben. Ich muss es nicht noch mal sagen, dass wir die Leitungsfreistellung gemacht haben, dass wir 20 Millionen Euro in Investitionen gegeben haben. Das wissen Sie alles. Und den Vorwurf, wir hätten in Qualität nichts getan, den lasse ich hier einfach nicht stehen. Wir sind den Spitzenverbänden, den Kommunalen, und auch dem Parität, wir sind denen ja weitgehend entgegengekommen. Und zwar so weit, dass es mir auch ein bisschen wehtut. Ich bin sehr dafür, dass wir die Pauschale erhöht haben auf 125 Euro. Ich hätte mir gewünscht, Gordon Hoffmann, dass wir die Kreise stärker in der Mangel hätten, in der Kontrolle der Satzungen, damit eben diejenigen, welche drüber liegen, auch wirklich unterm Strich noch mal angefasst werden. Wir sind den Spitzenverbänden sehr entgegengekommen in 11 Änderungsanträgen. Und ich hoffe, dass das jetzt trotz alledem funktioniert. Ich hätte mir das nicht unbedingt so gewünscht. Wir haben ein Dauerfeuer gehabt wegen der dritten Bemessungsstufe, insbesondere von den Oppositionsfraktionen. Das ist ihre Aufgabe. Wir haben, und insofern lasse ich auch diesen Vorwurf hier nicht stehen, wir haben am 18. Januar diesen Jahres uns vorgenommen, dass wir bis zum Jahresende noch mal genau hinschauen wollen, weil wir eben dieses Geld, die 91 Millionen und die 1700 Stellen, die wir brauchen, um eine dritte Bemessungsstufe in etwa finanzieren zu können, so einsetzen wollen, dass es auch wirklich in den Kitas zu spüren ist. Die Personalschlüsselverbesserungen waren bis jetzt nicht ausreichend zu spüren. Und geben Sie uns die Zeit. Wir haben unseren Fahrplan und wir wissen sehr wohl, dass wir in Sachen Qualität neben der Bemessungsstufe noch sehr viel andere Dinge anfassen müssen. Ich sage nur Leitungsfreistellung, ich sage nur richtige Vergütung von Erzieherinnen und Erziehern, deren Arbeit sehr viel mehr wert ist. Und insofern
habe ich mich heute gefreut, dass auch der Paritätische Wohlfahrtsverband und dessen Träger sich bei der Demo bekannt hat zur Elternbeitragsfreiheit. Das war in unserer Anhörung im Ausschuss noch nicht so. Also auch hier gab es einen Zuwachs an Erkenntnis und an positiver Stimmung. Wir haben es endlich geschafft, mit dem heutigen Gesetz einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Und das ist wunderbar. Kindertagesstätten haben nicht nur einen Versorgungs-, einen Betreuungs-, einen Erziehungsauftrag, sondern sie haben in erster Linie einen Bildungsauftrag. Und Bildung ist auch Versorgung, Betreuung und Erziehung. Und wir haben mit unserem Gesetz der Beitragsfreiheit diesen Paradigmenwechsel vollzogen. Und wenn ich auf nicht so sehr viel vielleicht stolz sein kann, was wir hier erreicht haben, darauf bin ich stolz. Und ich freue mich für die 25.000 Eltern, die davon profitieren werden. Und jede neue Landesregierung, wie auch immer sie sich farblich zusammensetzt, jede neue Landesregierung wird sich daran messen lassen, wie es ihr gelingt, weiter die Beitragsfreiheit bis zu den Jahrgängen nach unten, wie es in Berlin ja auch inzwischen üblich ist, zu gestalten und zugleich die Qualität weiterzuentwickeln. Vielen Dank.